Die wohl ältesten Höhlenmalereien der Menschheit, die man bisher gefunden hat, sind circa 36.000 Jahre alt. Entdeckt wurden die Malereien in der Höhle von Chauvet in Frankreich. Wir befinden uns also mitten in der Jungsteinzeit. Und die wohl bekannteste Höhle, ist die Höhle von Lascaux in Frankreich. Ja, gemalt haben die Steinzeitmenschen größtenteils die Tiere, die sie auch gejagt haben. Und man geht auch davon aus, dass sich die Jäger vor der Jagd in diesen Höhlen zusammengefunden haben, um sich gemeinsam auf die Jagd einzustimmen, um sich gemeinsam Mut zu machen. Und eine andere Möglichkeit wäre auch die, dass diese Höhlenmalereien so eine Art Symbolsprache waren, dass praktisch in den Höhlen ja Erfahrungen mit dem Jagdwild oder Jagdtechniken oder Wanderrouten der Tiere festgehalten wurden bzw. weitergegeben wurden. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das Böker Magnum Caveman Stil. Wie ich finde, eine sehr gelungene Wertschätzung an die Menschen der Steinzeit. Und wie der Titel schon sagt, eine Hommage, ja, an die Höhlenmalereien der Steinzeitmenschen. Wir haben hier in der oder auf der Showsite sehr schön eingearbeitet in die Griffschale, in die Holzgriffschale, eine urzeitliche Jagdszene, die also ja, den steinzeitlichen Höhlenmalereien nachempfunden ist. Und wen das Ganze ja ein bisschen näher interessiert, da kann ich nur mal empfehlen, sich mal anzugucken, die Malereien zum Beispiel in der Höhle von Chauvet, weil die sind wirklich faszinierend mit, sag ich mal, mit den doch primitiven Mitteln, mit denen die Menschen damals dort auf die Höhlenwände gemalt haben. Haben die wirklich sehr, sehr schöne Motive da gemalt. Da gibt es so eine Löwengruppe zum Beispiel. Also sehr. Ja, zum Messer. Wir haben also hier ein sehr klassisches Taschenmesser, was qualitativ sehr hochwertig verarbeitet ist. Und eine Gesamtlänge von 19,4 cm hat. Wir haben eine Klingenlänge von 8,2 cm und damit eine Grifflänge von 11,2 cm. Die Klingenstärke, ich hoffe, ich kann das hier schön einfangen, jawohl, sind 2,7 mm, ist also ordentlich. Und was bei diesem Messer auffällt, ist die doch hochwertige Verarbeitung. Ja, hier haben wir also nirgendwo irgendeinen Grat, der hier noch drüber steht, der also schlecht verarbeitet wurde. Also das Messer ist sehr sauber gearbeitet, die Griffschalen sind sehr schön angepasst. Und wir haben hier auch eine sehr schöne Achsschraube, wie ich finde, mit diesem Stern. Edelstahlbacken und zur Klinge selber vielleicht so viel. Wir haben eine Drop-Point-Klinge, die sehr schön ihr arbeitet einen Hohlschliff, das Messer kommt sehr schön scharf an. Und wie man hier schon sieht, anhand des Nagelhaus 42A konform. Klinge verriegelt aber, und zwar haben wir hier eine Backlock-Verriegelung, die die Klinge sehr schön sauber und sicher arretiert, öffnet auch mit einem sehr schönen Ton, beziehungsweise die Klinge rastet also auch mit einem sehr schönen satten Ton hier ein und steht absolut fest. Da kann also nichts passieren. Und wie gesagt, auch hier zum Beispiel der Übergang von der Klingenwurzel zum Griffrücken ist sehr schön sauber gearbeitet. Ja, alles im Allen ein sehr schönes Messer. 11,2 cm Grifflänge. Kommt mir sehr gut entgegen, habe also eine Handschuhgröße ungefähr von 8,5. Dieses Messer hat also eine sehr, sehr schöne Handlage. Ja, ist auch leicht ergonomisch geformt, der Griff. Und das Holz gibt sehr schön Wärme,
ab oder ja, sehr schön wärme ab. Also ist ein sehr angenehmer Griff, der auch bei, sag ich mal, längerem Arbeiten keinerlei Probleme am Handgelenk oder. Ja, der Klingenstahl ist ein 440A. Ein sehr solider Stahl, ist sicherlich eher einfach, aber man kann ihn sehr schön schärfen und man kann ihn vor allen Dingen auch sehr schön nachschärfen. Also das passt sehr gut. Wie gesagt, ich habe das Messer jetzt schon sehr, sehr lange und kriegt immer wieder Hosentaschenzeit bei mir. Und so für die ganz normalen alltäglichen Schneidaufgaben, ein bisschen schnitzen, auch mal Fasersticks machen, Obst, Gemüse schneiden, ist es also ein sehr, sehr solider Arbeiter, der, wie gesagt, halt optisch auch sehr gut gefällt. Ja, so dass es mir hier auch schon ein paar Mal, wenn man dieses Messer aus der Tasche holt, sofort gefragt wird, auch zeig mal her. Diese Jagdszene kommt doch immer wieder sehr gut an. Ja, ich wollte es, wie gesagt, mal kurz vorstellen. Böker Magnum Caveman Steel gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen, noch mit einer Damastklinge. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Über einen Kommentar würde ich mich genauso freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Bleibt mir alle schön gesund. Ciao, ciao, ciao.